Am Mittwoch wurde die neue Kletteranlage am Weiherring in Mauren eröffnet. Es ist von der Kommission Gesellschaft an den Gemeinsrat hergetreten worden, dass wir da eine weitere Attraktion könnten gestalten oder eröffnen mit der Boulderanlage. Das ist dann auch umgesetzt worden jetzt und dürfen der die Boulderanlage mit dem heutigen Tag, mit dem Frühlingsanfang eröffnen. Eigentlich müssen wir fast von der Kälte her einen Eissturm eröffnen, aber wir sind froh und mutig, dass jetzt das Wetter dann besser wird und auch für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene da weiter Attraktion im Weihering anbieten kann. Bei der Bevölkerung wird der Weihering-Park sehr geschätzt. Wir machen auch alle Jahre wieder eine neue Attraktion, die wir dazu nennen, oder eben so sanierende. Und so entwickelt sich der Park von Jahr zu Jahr weiter. Und es wird auch geschätzt, also bei den Einwohnern, aber bei allen, die der Park besuchen kann. Im letzten Herbst haben wir das können bauen. Wir haben, dass wir keine Witterungsprobleme bekommen, ein Zelt gestellt, wo wir den Kunstfelsen gemacht haben. Das haben wir gesicherte Temperaturen gehabt. Bauweise ist ja Spritzbeton und da sind wir darauf angewiesen, dass wir nicht unter dem Gefrierpunkt arbeiten. Sonst ist es eigentlich relativ einfach, wenn nicht gerade zu heiß ist oder aber sehr zu kalt ist. Aber von dem her haben wir eine gute Bauzeit gehabt. Es ist eine Kombination von 5 einzelnen Felsen. In der Mitte sehen wir die 2 stehenden mit einem Bruckstein, der drüber läuft. Das kommen wir wie eine Höhle über, dass man auch eben über den Kopf klettern kann. Das ist im Boulder sehr wichtig. Es ist nicht Höhe gefragt in erster Linie, sondern eben Länge gefragt. Auch unterschiedliche Griffsituationen, wo man mit Beinen, mit Armen, mit Füßen kann arbeiten kann, dass diesbezüglich geklettert werden kann. Links und rechts haben wir noch 2 einzelne Felsen gesetzt, die wir nachher mit Seilkombinationen verbunden haben, die man auch zum Balancieren, aber auch zum Kräftigen von der Oberarmstruktur kann brauchen. Der Anspruch ist ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, oder? Das für die Kleinkindsieber ist, ich sage immer 0 bis 99 von dem her. Wir haben probiert, eine Kombination zu machen zwischen wirklich Bouldern, also anspruchsvollen Klettersport in dem Sinn, und natürlich aber auch Spielelemente. Darum ist die Kombination von Fels und Seil, aber auch die Brückenkombination, hat man so gewählt. Dazu kommt, es gibt eine sogenannte Übersteigmöglichkeit, dass man fährt links an und kann nachher eigentlich über die ganze Felskombination bis es zum hintersten Stein übersteigen. Das heisst, zuerst Fels, Seil, Fels, 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 Seil und Fels, dann wären wir wieder im Ziel. Ich habe gerade vorher probiert, bin überrascht, wie griffig das der Felsen ist. Also es ist wirklich, es ist kein Naturfeld, man hat das aufgespritzter Beton, aber es ist sehr gut zum Klettern und ja, ich werde mich weiterhin versuchen, den Felsen. Ich hoffe, dass jetzt so der Frühling kommt und alle auch die neue Attraktion hier im Weihering annehmen und dass der Felsen auch, der Boulderanlage auch rege besucht wird.